Was macht denn die EU, damit mein Döner wieder billiger wird? Ja, Emil, du hast gefragt, ob man in der EU nicht Preise irgendwie so setzen kann, dass Kinder und Jugendliche sich was leisten können. Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir, und ich glaube, du spielst auf Inflation an, und eine Frage, die mir schon oft gestellt wurde, was macht denn die EU, damit mein Döner wieder billiger wird? Zunächst mal muss ich dich ein bisschen enttäuschen. Wir können nicht den Preis für den Döner festsetzen. Das können wir nicht, und offen gesagt, das wollen wir auch nicht, weil natürlich Preise sich entwickeln hier auf dem Markt, hast du vielleicht schon gehört, Nachfrage und Angebot und so weiter. Da können wir einfach rein sagen, der Döner darf nicht mehr als 5 Euro kosten. Aber was wir machen oder was in der Europäischen Union gemacht wird, speziell im Euroraum, wir haben natürlich die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat ein Ziel, nämlich Inflationsbekämpfung. Und da sind wir die letzten 1,5 Jahre relativ gut vorangekommen. Wir sind mittlerweile bei einer Inflationsrate in Europa von unter 3%. Wir hatten vor einem Jahr noch, ich glaube, 8 oder 9 oder 10. Also wir sind da schon recht gut vorangekommen. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben als Europäische Kommission, wir haben dafür gesorgt, dass die Energiepreise nicht durch die Decke gehen. Wir haben zum Beispiel es ermöglicht, dass Mitgliedstaaten gemeinsam Gas einkaufen und dadurch den Preis auf dem Weltmarkt drücken können. Wir haben Gasspeicher gefüllt. Ja? Wir fördern vor allem auch die Nutzung von regenerativen, von erneuerbaren Energien, die wir selber hier in Europa produzieren können und so selber, sagen wir so, Meister unserer eigenen Energie werden. Und das sind alles Dinge, die auch die Inflation und auch den Preis für deinen Döner drücken. Denn dein Döner wird am Spieß, der oft mit Gas betrieben wird, gebraten. Und wenn wir dafür sorgen, dass Energiepreise günstiger sind, können auch Nahrungsmittel günstiger angeboten werden. Ich finde es traurig, dass die EU-Grenzen gerade so dicht gemacht werden und Leute so schlecht behandelt werden an den Außengrenzen. Ich habe gerade Green Borders geguckt und da ist es echt schon krass, was in Polen einfach abgeht. Und das ist traurig. Und gerade für so ein reiches Land wie Deutschland, dass wir eben nicht mehr machen in der Flüchtlingsfrage. Ich kann das sehr gut verstehen und mir geht es selbst so, dass wir hier in Europa in Freiheit, in Wohlstand, auch in Würde leben können. Und dass es natürlich sehr, sehr verständlich ist, dass es Menschen gibt, die auch zu uns kommen wollen, weil sie ja vor Krieg flüchten, weil sie verfolgt werden in ihrem Land. Wir als Europäische Union haben hier auch eine Aufgabe, vor allem an den Außengrenzen der Europäischen Union. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es jetzt vor kurzem in Rat und Parlament die Einigung zum Europäischen Migrations- und Flüchtlingspakt und Asylpakt gegeben hat. Diese besagt, dass wir eben genau an den Außengrenzen Verfahren für bestimmte Asylbewerbende einführen wollen, die rechtsstaatlich sind, die menschenwürdig verlaufen und die aber auch nicht zu lange verlaufen, weil es einfach auch unwürdig ist, lange Zeit auf Entscheidungen zu warten. Es wäre menschenunwürdig, Menschen einfach abzuweisen. Das tun wir nicht. Wir führen rechtsstaatlich gesicherte Verfahren durch. Aber wer dann letztlich dann nicht eben Asyl bekommen kann, weil er nachweislich nicht politisch verfolgt ist, für den wird es dann eben eine andere Lösung geben müssen, dass er wieder ausreist. Oder wer sich dann natürlich im Rahmen der legalen Migration als Fachkraft etc. einbringen will, der wird natürlich auch, soll natürlich auch die Möglichkeiten haben. Aber daran arbeiten wir. Also ich finde die EU gut, weil man innerhalb der EU super reisen kann und auch arbeiten kann, ohne große Probleme zu haben. Ansonsten würde ich mir von der EU wünschen, auch besser und aktiver und auch menschlicher mit größeren Ländern zusammenzuarbeiten und wissen, wie man mit mächtigeren Ländern umgeht. Die europäische Außenpolitik ist natürlich eine gemeinsame Außenpolitik. Und in der europäischen Außenpolitik, in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik arbeiten alle Mitgliedstaaten zusammen. Es ist also wichtig, hier einen Konsens zu finden. Europa spricht zum Beispiel mit gemeinsamer Stimme beim Klimaschutz.
Europa spricht auch mit gemeinsamer Stimme, was die Ukraine betrifft. Europa spricht auch mit gemeinsamer Stimme, was den Nahostkonflikt betrifft. Natürlich gibt es dann trotzdem immer auch noch Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Aber wir sind dabei, gemeinsame Lösungen und gemeinsame Ansätze zu finden, was aber nicht die einzelne nationale Außenpolitik ersetzt. Ich möchte hier noch sagen, Europa insgesamt, die EU und die Mitgliedstaaten gehören zum Beispiel zu den größten Gebern von Entwicklungshilfe. Wir sind auch sehr stark im internationalen Klimaschutz engagiert. Hier hat sich schon sehr viel entwickelt auf europäischer Ebene und wir werden diesen Weg auch weitergehen. Die Europäische Kommission, vor allem jetzt unter Ursula von der Leyen, hat sich als eine geopolitische Kommission verstanden, nämlich weltweit Einfluss nehmen zu wollen. Go vote for Europe!